Also ich laufe ja nicht. Ich bin ja Bergsteiger und kein Läufer. Was interessiert mich da das Laufen? Es bringt ja eh nichts. Seid ihr auch so jemand? Was ist wirklich dran an der Frage, ob Laufen für das Bergsteigen etwas bringt oder nicht? Ist das Laufen ein Training oder eigentlich völlig überflüssig? Ja, Laufen ist nicht jedermanns Sache. Das verstehe ich auch, denn für mich war Laufen vor meiner sportlichen Zeit auch sehr mühsam. Bei mir hing das vor allem damit zusammen, dass ich einfach zu unbeweglich war und noch immer so schnell Seitenstechen bekommen habe. Mittlerweile hat sich das aber auch in Luft aufgelöst und ich laufe für mein Leben gern. Doch immer wieder frage ich mich selbst auch in meinen Trainings, ob es nicht sinnvoller wäre, wenn ich eh schon hier in den Bergen wohne, statt dem Laufen nicht in die Berge zu gehen, sofern das Wetter passt. Und viele andere im Flachland machen erst gar nichts, weil sie ja keine Berge haben und Laufen ja angeblich nichts bringt. Doch stimmt das eigentlich? Laufen ist gerade zu Beginn eine mühsame Geschichte. Das Seitenstechen, die Atmung, die Muskeln, alles tut irgendwie weh, man ist danach müde, erschöpft und man will nur noch schlafen. Aber das ist eigentlich auch schon das erste Zeichen, dass Laufen durchaus einen Effekt hat. Das Herz-Kreislauf-System. Wir brauchen beim Bergsteigen ja nicht nur Kraft, sondern auch Ausdauer. Die Ausdauer lebt und stirbt mit der Frage, ob mein Herz lange Zeit eine solide Sauerstoffversorgung aller Zellen schafft oder nicht. Schafft es das nämlich nicht, dann haben wir einen Mangel an Ausdauer und ehrlicherweise haben wir den alle. Doch alle haben den an unterschiedlichen Punkten. Die einen sind nach 2 Kilometern völlig fertig, die anderen nach 20 Kilometern und wieder andere nach 200 Kilometern. Das ist unter anderem eine Frage der Ausdauer. Das Herz-Kreislauf-System kann nämlich über ein solides Zone 1 und Zone 2 Workout trainiert werden. Und ob das für das Herz nun im Flachen oder am Berg passiert, ist vollkommen egal. Aber was das für euch nun bedeutet? Trainiert ihr euer Herz-Kreislauf-System im Flachland, erlebt ihr die positiven Effekte auch im Bergland. Und zum Training der Grundlagenausdauer habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Das wäre ja jetzt ein Plädoyer fürs Laufen, oder? Wenn da nicht noch die andere Sache wäre. Die Muskulatur. Wir alle haben Muskeln und Muskelfasern, die durch die Kontraktion des Herzens immer wieder neu mit Sauerstoff über das Blut versorgt werden. Doch unsere Muskelfasern, die haben auch ein Eigenleben und das beschreiben wir jetzt einfach mal als Kraftausdauer. Die Kraftausdauer gibt an, wie lange unsere Muskulatur bestimmte Belastungen aushält. Das ist beim Laufen natürlich ein Problem, denn es handelt sich um eine andere Belastung als beim Bergsteigen. Beim Bergsteigen haben wir die konzentrierte Belastung eines Beins beim Bergaufgehen und beim Bergabgehen. Wir machen im Prinzip über lange Zeit einen Ausfallschritt, bei dem wir uns über das belastete Bein hochdrücken. Beim Laufen jedoch findet die Bewegung stets mit beinahe gestreckten Beinen und sehr aufrechter Körperhaltung statt. Laufen ist auch keine großartige Zusatzbelastung für unseren Körper, da das Bewegungsmuster nicht enorm vom Gangbild abweicht. Lediglich der Schwung des Laufens erhöht die Krafteinwirkung auf unseren Körper. So kann man davon sprechen, dass man beim normalen Laufen das doppelte Körpergewicht auffängt, beim Sprinten sogar das Vierfache. Das ist auch der Grund, warum viele nach den ersten Laufeinheiten auch Muskelkater haben, denn normalerweise gehen wir ja nur mit unserem eigenen Körpergewicht durch die Gegend. Worauf will ich also hinaus? Beim Laufen sind die eingesetzten Muskeln einfach andere bzw. in einer anderen Lastverteilung. Beim Bergaufgehen, vor allem im Steilen, haben wir deutlich höhere Belastungen im Gesäß und am vorderen Oberschenkel und auch in der Wadenmuskulatur. Nun kann man aber die Kraftausdauer fürs Bergsteigen nur trainieren, wenn man auch die entsprechenden Reize bei der Kraft setzt. Und das kann das Laufen eindeutig nicht in diesem Ausmaß. Kraftausdauer beim Laufen bedeutet also etwas anderes als Kraftausdauer beim Bergsteigen. Das geht dann letztlich tatsächlich nur beim Bergsteigen oder auf einem Stairmaster oder im Treppenhaus. Wenn mir nun jemand sagt, ich gehe nicht laufen, denn das bringt mir fürs Bergsteigen im Sommer ja eh nichts, dann muss ich, wie so oft, sagen, jein. Wenn man ein genetisches Wunder ist und kaum regelmäßiges Training für die Grundlagenausdauer braucht, dann stimmt das. Denn für die Kraftausdauer ist das Laufen nicht die beste Trainingsmethode im Flachland. Da gibt es gezieltere und wirkungsvollere Alternativen. Wer aber am Berg mehr Probleme mit der Luft, also mit der Atmung hat, der wird vom Lauftraining profitieren, ob man es nun glauben will oder nicht. Und wie sehr die Grundlagenausdauer beeinflusst wird, hängt eben davon ab, in welchem Umfang und in welchem Stil das Herz-Kreislauf-System trainiert wird. Fakt ist, und das sage ich jetzt in aller Härte, die meisten Leute wissen, dass Lauftraining sinnvoll für die Grundlagenausdauer auch am Berg ist,
Sie suchen nur eine Ausrede, um sich ein unliebsames Training zu sparen. Dann sollte man aber auch vielleicht lieber zu der eigenen Schwäche stehen und sagen, ich habe da einfach keine Lust drauf. Aber vielleicht kann ich ja euch noch ein bisschen motivieren diesbezüglich. Als ich mit dem intensiven Bergsteigen vor einigen Jahren angefangen habe, war die Kraftausdauer relativ bald mal da. Meine Muskeln haben keine großen Probleme mehr gemacht, aber die Atmung. Ich habe Seitenstechen bekommen oder kam mit der Atmung einfach nicht hinterher. Jede Bergtour war einzig und allein durch einen Faktor begrenzt, mein Herz-Kreislauf-System. Ich hatte unglaublich schnell, unglaublich hohen Puls und mein Herz konnte damit nicht wirklich fertig werden. Zumindest nicht über längere Zeit. Und so begann ich dann mit Grundlagen-Ausdauertraining, also dem Training der Ausdauer in Zone 1 und Zone 2. Und was ist passiert? Erstmal schob sich ziemlich schnell meine maximale Distanz und die Höhenmeter nach oben, denn die Kraftausdauer, die hatte ich ja schon. Plötzlich war wieder die Kraftausdauer gefragt und außerdem wurde ich bei den Bergtouren auch immer schneller. Klar, Geschwindigkeit ist jetzt nicht alles, aber es bedeutet gleichzeitig, dass ich bei normaler Gehgeschwindigkeit überhaupt keine Anstrengung empfinde und voll und ganz die Umwelt, die Natur oder auch die Gesellschaft genießen kann. Das war für mich persönlich nicht einfach Training, um schneller zu sein und andere zu überholen. Es war ein unglaublicher Mehrwert in meinem eigenen Erleben der Berge. Und vor allem hatte sich für mich noch ein weiterer positiver Effekt eingestellt. Ich konnte viel mehr Touren über die Monate des Trainings auch als Tagestouren bewältigen. Ein Beispiel aus meinem Leben. Vor dem gezielten Training der Grundlagenausdauer war für mich eine Bergtour über 1800 Höhenmeter definitiv eine Zweitagestour. Eine anstrengende noch dazu. Mein Herz befand sich ja beim Aufstieg ständig im Ausnahmezustand. Heute ist das anders. Bis 2500 Höhenmeter sind Bergtouren für mich immer Tagestouren. Natürlich mit Ausnahme von Klettertouren oder speziellen Gletschertouren oder so. Aber wir sprechen jetzt mal nur von Höhenmetern und Distanzleistung. Das war nur möglich, weil ich mich dementsprechend vorbereitet und trainiert habe. Jetzt sagt ihr vielleicht, ja, aber solche Touren mache ich ja nicht. Das lohnt sich ja dann gar nicht für mich. Naja, aber die 1500 Höhenmeter Touren sind heute für mich, im Gegensatz zu früher, eine Tour, die ich aufgrund der niedrigeren Belastung für das Herz-Kreislauf-System auch 3-4 Tage am Stück machen kann. Die Pausezeiten verkürzen sich also durch die geringere Belastung und das kann in einem Urlaub zum Beispiel Gold wert sein, wenn man einfach nicht so lange und nicht so schnell kaputt ist. Ihr seht, man muss kein Athlet oder Könner sein, das Laufen soll einfach Mittel zum Zweck sein. Es gibt Millionen Läufer, die schneller sind als ich, aber darum geht's ja auch nicht. Doch das Fazit ist klar, ja, Laufen hat einen Sinn für die Berge, aber nein, ein vollwertiger Ersatz für die Berge ist es definitiv nicht. Man muss also sagen, dass es stückweise stimmt, dass das Laufen für die Berge nichts bringt. Aber eben nur zum Teil. Die Kraft, die wird vom Laufen nicht so sehr profitieren, wenn es ums Bergsteigen geht. Die Ausdauer, die jedoch umso mehr. Bleibt dran, wir sehen uns dieses Jahr in den Bergen. Danke fürs Zuschauen. Bergheil.